So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Wir haben wieder ein kleines Unboxing für euch vorbereitet, denn wir haben ein Paket vom Sonntengänger bekommen. Haben wir letztens auch erst wieder was geguckt im Stream. Das ist immer die Bezahlung. Ihr schickt mir Paket, ich gucke euren Content an, so ungefähr. Nein, das natürlich nicht. Man muss es ja wieder gleich kaputt machen. Den köstlichen Scherz, den man aufbaut, weil es gibt halt einfach Leute, die können nicht denken. Das finde ich ziemlich schade. Aber deshalb mache ich jetzt mal hier dieses super Paket auf vom Sonntengänger. Ich bin nämlich mal gespannt, was der mir schickt. Müsste das erste Paket sein, was der Sonntengänger geschickt hat, oder? Ich hoffe, ich lehne mich da nicht zu weit aus dem Fenster. Im Endeffekt kriege ich jeden Monat Post von ihm und weiß es nur nicht. Jetzt fühlt er sich auf den Schlips getreten. Wir wollen das mal aufmachen und ich denke mal, da ist Bier drin. Ganz klassisch, ein Mann schickt einem anderen Mann Bier. Was für Bier der Sonntengänger schickt oder ob das irgendwelche besonderen Getränke sind zum Testen für Ramses Kitchen. Vielleicht sind es auch einfach Biers für den Montagsstream. Mann, 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 der Sonntengänger hat das ganz sonderlich hier zugemacht. Das sieht auf jeden Fall herrlich aus. Wir kennen ja, dass regelmäßig die Shenaya immer Kölsch-Pakete schickt, dass wir am Montag zusammen chillen können. Jetzt das Sonntengänger mit einem Paket. Und hier sehe ich, ist das Bier? Ist das was anderes? Das ist kein Bier. Das ist Limonade. Das ist süße Plörre. Aber was richtig toll ist, ist das hier. Damit spielt der Adi nämlich immer. Wenn er nicht gerade hinten in der Badewanne liegen würde. Der ist extra mitgegangen und mit hier rein, um jetzt sich rauszuhalten. Finde ich schade, Adi. Adi, guck doch mal. Adi. Adi, Schatz. Und nochmal. Nee, nett. Gut. Vielleicht kommt er ja irgendwann. Wir haben ja erstmal eine super tolle Autogrammkarte vom Sonntengänger. Die sieht richtig stark aus. So ein super tolles Foto. Alles dabei, was man braucht zum Sondeln. Oben drüber Sonntengänger. Eine Schrift. Das sieht stark aus. Also jetzt mal ehrlich. Ich habe Autogrammkarten damals immer gehabt und versendet. Zu meiner Musikzeit. Das war alles total babbig. Aber nicht so pappig wie diese Postkarte, weil das ist richtige Pappe, richtig dick zum Hinstellen. Steht natürlich auch was hinten dran. Hallo Ramses, da ich weiß, wie sehr du Zero Sugar Getränke liebst, habe ich dir eine kleine exquisite Auswahl für dein Format Ramses Kitchen zusammengestellt. Viel Spaß damit, mit freundlichen Grüßen Sonntengänger. Das liebt hat er extra in Ausrufezeichen gesetzt. Ah ja, genau weiß, was das für ein Rotz ist immer. Aber guckt euch doch nochmal dieses Foto an. Das könnte ein Wrestler sein, ein Wrestling-Gimmick. Der Sonntengänger. Dann kommt er rein mit seiner Sonne und die zieht er dem Gegner dann über den Kopf am Ende. Wie ich sehe, sind das hier auch 5 verschiedene Dosen. Irgendwelche Blöre mit Zero Sugar. Don't eat it, drink it. Candyman. Candyman Sparkling Marshmallow Drink Zero Sugar. Sehr interessante Dose, sehr bunt, sehr flippig, mit Marshmallow-Geschmack, wie gesagt, Sparkling Marshmallow Drink mit Zero Sugar von Don't Eat It, Drink It, Candyman. Haben die jetzt alle, das ist alles Candyman. Das heißt, Don't Eat It, Drink It ist die große Firma, die ein Getränk namens Candyman hergestellt hat, was halt verschiedene Sorten hat. Wir haben Marshmallow, wir haben hier Peach Harz, also Pfirsich, Arbeitssuchender, Peach Harz, ne? Sieht auch stark aus, Peach Harz. Wir haben hier nochmal Candyman mit Birthday Cake, Geburtstagstorte, haben wir auch noch am Start. Auch wieder sehr, sehr, ich glaube, ich muss das am Wochenende, ich muss das an einem Samstag mal testen, wenn Pupsi da ist, dass ich da was probiere, sie was probiert, den Rest im Kühlschrank verwahre für Sonntag, wenn das Muttertier kommt, dass die alle probieren können, weil das sieht wirklich sehr speziell aus. Schurapfel haben wir auch noch, also saurer Apfel, Sour Apple, Sour Apple haben wir noch, saure Bell und wir haben Bubblegum, Bubblegum in der blauen. Guckt euch einfach nur dieses Design an. Bubblegum in der blauen Dose. Das mit lauter kleinen
Bällchen drauf. Apfel sauer? Das sieht ja langweilig aus. Es sind einfach nur Streifen. Aber ich denke mal den Rest, das werdet ihr fast alles so, wie ihr es hier jetzt gesehen habt, wiedersehen, wenn wir es bei Ramses Kitchen testen. Das ist total sinnlos. Ich hätte auch, hätte ich schon gewusst, was da direkt drin ist, hätte ich das einfach ausgepackt und bei Ramses Kitchen, hey, guck mal, das hat der Sonnengänger geschickt. Das probieren wir jetzt. Nö, so habe ich zwei Videos, zweimal Klicks auf meinen Nacken. Digga, was geht ab? Zwei Videos, Unboxing und ein Ramses Kitchen Video wird folgen dazu, wenn wir die probieren. Wollt ihr auch so eine Autogrammkarte vom Sonnengänger haben? Schreibt's mal in die Kommentare. Guckt mal hier, die dicken Arme hier, wie er den ganzen Tag am Sonneln ist. Und wenn dann einer kommt, der wird gleich mit weggesondelt. Also nicht in die Nähe beim Sonneln, das ist gefährlich. Ich würde sagen, das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, peace out, Vorhaut, euer Ramses und euer Adi Schatz. Komm, die hatten wir heute noch gar nicht gesehen. Du musst jetzt auch mal was sagen. Adi Schatz. Adi Schatz. Adi. 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 Adi Schatz, alles Gute.